Tim Mika Metzain, der Fahrer mit der Startnummer 222 und neben ihm mit der 213 Robert Kindervater. Kevin Kemlin, die 219 und Jan-Frederik Bock, die 237, haben wir dann in der dritten Startreihe stehen am Vorstart. Max Wissel, die 223 und Christopher Dreispring mit der 208 dann in Startreihe 4 und aus der fünften Startreihe rollt an den Start die 252 Dorian Heinrich und mit der 205 Tim Becker. Tim Schneider mit der 211 und Bennett Ahrens mit der 227 teilen sich die sechste Startreihe und in der siebten Startreihe sehen wir mit der 255 Lukas Wawczyniak und Pascal Treving die 269. Felix Kottig, die 217 und Niklas Raphael Bentfeld mit der 250 dann in der achten Startreihe und in Startreihe 9 hat sich aufgebaut am Vorstart die 277 Fabian Bock und mit der 240 Gina Kraft. Jacqueline Horst-Hemke de Brito, die 239, steht dann ebenso in der 10. Startreihe wie mit Startnummer 294 Thies Cordes. Jakob Halt, die 236 und Tim Habicht, die 207, dann in Startreihe 11. Aus der 12. Startreihe heraus startet die 218, das ist der Julian Württele und er steht dort zusammen mit Felix Brell, der 235. Die 13. Startreihe, die Mädchenreihe mit Sophia Menzenbach, der 209 und Vivian Michelle Reit, der 203. Die 272 Dorethei Martens und die 245 Laurin Frey kommen aus der 14. Startreihe in diesen dritten Wertungslauf. Ben Becker mit der 233 und Jan Heinen mit der 201 dann in Startreihe 15. Marvin Petroschinski, die 204 und Rasmus Schaper, der einen Tag vor seinem 17. Geburtstag hier aus der 16. Startreihe in dieses Rennen gehen muss. Mit der 242 Dominik Eckhardt und mit der 287 Lukas Ertl machen das Feld der Senioren im dritten Wertungslauf komplett. Niklas Schöll, der Sieger der Euro-Challenge dieses Jahres, wird er auch hier in Kerpen absahnen mit drei ersten Plätzen. Was ist mit dem Führenden in der Meisterschaft? Was ist mit Christopher Dreispring und der auf Platz 2 befindliche Max Wissel, die beiden in der vierten Startreihe zusammen an den Start rollen? Das sind natürlich jetzt Fragen, die wir in den nächsten 14 Minuten und einer Runde klären wollen. So, noch heißt es ruhig bleiben, dann sind die Lichter aus. Und es ist wieder Nicolas Schöll, der sofort nach vorne stürmt, oh, im Mittelfeld. Gibt es dann den ein oder anderen Dreher, aber beide können weiterfahren. Alles halb so wild. Kurzer Dreher und natürlich im Mittelfeld eine ganz schwierige Sache. Einer wird da immer noch mal in letzter Sekunde mitgerissen. Niklas Schöll fährt sich wieder nach vorne, geht weit vor, bringt gleich Meter zwischen sich und, das muss man so sagen, dem übrigen Feld. Denn das Feld noch sehr, sehr dicht zusammen. Hinter Schöll dann der Daniel Voig, der Fahrer mit der 202. Und auf Platz 3 ist der Tim Mika Metz unterwegs. Kevin Kemlin ist Vierter und Max Wissel hat sich bereits auf Platz 5 nach vorne gearbeitet, während Christopher Dreispring auf Platz 8 erstmal verharrt hat. Und zwischen diesen beiden, da ist der Jan-Frederik Bock, die Startnummer 237 als Sechster und der Robert Kindervater als Siebter mit Startnummer 213.
Das ist natürlich noch so ein Duell, so ein Fernduell zwischen Wissel und Dreispring in diesem Lauf. Und auch der Daniel Voigt sieht hier natürlich seine Chance auf Platz 2 befindlich. Hängt er sich hinter Nicolas Schöll erstmal hin. Wissel jetzt schon auf Platz 3 nach vorne gegangen. Hat hier auch die beste Rundenzeit hingelegt in dieser zweiten gefahrenen Runde. Und jetzt heißt es natürlich für Dreispring, der sich auf Platz 6 nach vorne gefahren hat, weiterhin Punkte gut machen. Verlierer dieser Runde, Tim Mikamet, der auf Platz 7 zurückgefallen ist. Also beobachten wir die Startnummer 208. Der Sieger der Senioren der letzten beiden Jahre, Christopher Dreispring, der durchaus in diesem Jahr zum dritten Mal gewinnen kann. Der ist ja schon so kurz davor gewesen, bevor es hier losging in Kerpen, war eigentlich schon klar, der ist so gut wie durch. Aber das ist er noch nicht, haben wir jetzt festgestellt. Aber jetzt legt er mal so richtig auf, ist jetzt vorbeigegangen an Jan-Frederik Bock, hat sich auf den 4. Platz gefahren, der Fahrer mit der 208, der Christopher Dreispring. Der übrigens, das ist auch immer ganz interessant zu sehen, mit Brille unterm Helm unterwegs ist, also keine Kontaktlinsen, sondern der hat eine Spezialbrille, so eine Spezialsportbrille sich machen lassen, die er dann unterm Helm immer trägt und mit der er dann unterwegs ist und seinem Sport nachkommt. Jetzt heißt es für ihn erstmal zu Max Wissel aufschließen. Wissel, der in dieser Dreiergruppe mit Nicolas Schöll, mit Dominik Voigt ist. Dahin muss der Christopher Dreispring jetzt erstmal kommen. Tim Mikametz wieder einen Platz gut gemacht. Der ist auf Platz 6 wieder nach vorne gegangen. Ja, für ihn geht es ja auch noch, ein Wörtchen dort oben in der Meisterschaft mitreden zu können. Wie gesagt, vor Kerpen war eigentlich klar, Christopher Dreispring, der macht so gut wie einen Durchmarsch. Aber dann gestern beim Rennen, da lief es überhaupt nicht für ihn. Und so hat er sich jetzt peu à peu nach vorne fahren müssen im Laufe dieser drei Läufe. Tim Mikametz direkt hinter Christopher Dreispring unterwegs. Und dann schiebt sich, nein, das sah nur so aus im ersten Moment, als könnte sich da Daniel Voigt nach vorne schieben, vorbei an Nicolas Schöll. Aber das vergessen wir gleich mal wieder, dass das passiert ist. Nicolas Schöll weiterhin in Führung, der Europameister aus dem Jahr 2014. Zwei Wochen vor seinem 15. Geburtstag macht er sich da ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk mit einem Dreifachsieg. Aber jetzt muss er aufpassen. Schaut sich auch um, schaut erstmal nach rechts, schaut dann nach links, schaut, wer kommt denn da? Da ist der Daniel Voigt. Von außen herum versucht der Max Wissel vorbeizukommen, um vielleicht noch einen Platz gut zu machen. Aber auch das hat jetzt nicht funktioniert. Und wir haben dort vorne jetzt eine Fünfergruppe mit Schöll, Voigt, Wissel, Dreispring und Metz. Beobachtet von Jan-Frederik Bock, der Startnummer 237. Schöll zwar mit schnelleren Rundenzeiten als Wissel unterwegs, Wissel, der den Daniel Voigt noch vor sich hat, aber diese Gruppe, die hat es natürlich jetzt schon in sich. Und Dreispring geht auf Platz 4 nach vorne. Nein, ist weiterhin auf Platz 4 dort vorne. So muss ich das richtigerweise sagen. Der ist ja direkt hinter Max Wissel. Das sah so aus, als wäre er vorbeigegangen. Aber hat nicht sollen sein. Also sortiert er sich wieder auf Platz 4 ein vor dem Tim Mikametz. Und hat aber jetzt ein bisschen abreißen lassen müssen nach vorne zu den ersten
rein. Und hinter Tim Mika Metz kommt jetzt so langsam der Robert Kindervater ebenfalls noch dazu. Wieder der Blick von Nicolas Scholl nach außen, wo immer wieder Max Wissel versucht vorbeizugehen. Und jetzt hat es nicht geklappt und da ist jetzt der Christopher Dreispring wohl noch durchgekommen auf Platz 3. Und Tim Mika Metz ist ein bisschen zurückgefallen in dieser Runde. Sortieren wir es uns, wenn sie wieder zurückkommen. Da sind sie also auf Platz 3 jetzt richtig gesehen. Der Christopher Dreispring, der sich am Ende der Start- und Siegeraden durchsetzen konnte. Max Wissel auf Platz 4, dahinter der Robert Kindervater, der jetzt ausschert und versucht vorbeizugehen an Wissel. Aber dann schiebt sich innen der Berend Ahrens durch. Und so verliert Kindervater wieder einen Platz und muss sich als Fünfter wieder einsortieren. Hinter Berend Ahrens, Tim Mika Metz zurückgefallen auf Platz 7. Ja, da haben wir gesehen, hatte da kurzzeitig mal leichte Probleme. Wann kommt der Angriff von Daniel Voigt? Das ist jetzt die Frage. 6 Minuten, 10 Sekunden, eine Runde. Das ist noch zu fahren. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt in diesem Rennen gesehen. Das ist immer so der Punkt, wo man dann sagt, jetzt will ich's wissen. Aber dazu muss man natürlich auch erst die richtige Stelle finden. Da muss man natürlich wissen, wo gehe ich vorbei. Da muss man natürlich vorher den Fahrer vor einem schon dementsprechend so ein bisschen ausspioniert haben. Sonst ist das natürlich nicht machbar. Und wie gut hat Daniel Voigt den Nicolas Scholl jetzt ausspioniert? Voigt, der nächste Woche seinen 21. Geburtstag feiert. Also auch für ihn ein frühes Geburtstagsgeschenk. Das natürlich mit Fragezeichen versehen. Vielleicht ist er ja auch ganz zufrieden mit diesem zweiten Platz. 2x20 Punkte, das kann sich natürlich auch an so einem Wochenende dann sehen lassen. Es ist natürlich schon anstrengend für Mensch und Material, so ein Wochenende. Man hat die Trainingssitzungen, man hat das Zeittraining, man hat 3 Rennen zu fahren und da muss man natürlich dementsprechend mit Material und Kraft haushalten. Aber das ist jetzt der letzte Lauf. Jetzt kann sich Daniel Voigt sagen, jetzt kommt es gar nicht mehr drauf an. Und jetzt legt er sich den Nicolas Scholl schon mal zurecht. Aber Scholl lässt sich da gar nicht zurechtlegen. Der bleibt ganz ruhig, denkt sich, komm irgendwie an mir vorbei. Aber die Ideallinie oder eine Lücke, die kriegst du nicht. Und wie lange soll das gut gehen? 4 Minuten haben wir noch. Und dann eben die obligatorische letzte Runde, die dann zu fahren ist. Christopher Dreispring hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen. So ganz leicht, sodass er zwar jederzeit eingreifen kann, dass er aber in einen eventuellen Zweikampf da nicht verwickelt wird. Und auch der Robert Kindervater, der sich jetzt von hinten an diese Dreiergruppe heranschiebt, auch er ist so dran, so auf die Art, ich versuch's mal noch nicht, ich guck erst mal zu, was passiert. Wobei er jetzt kurzzeitig mal angedockt hat, mal angeklopft hat bei Christoph Dreispring, indem er sich einfach neben ihn gesetzt hat und gesagt hat, ich bin da. Und wen sehen wir denn da auf Start und Ziel? Das ist die Startnummer 223. Das ist der Max Wissel, der dort steht. Für ihn das Rennen vorzeitig vorüber. Oh, das ist natürlich jetzt nicht das, was er sich für dieses Wochenende vorgenommen hat. Und wenn das der
Christopher drei Springs sieht, dann kann er durchatmen und kann mit dem dritten Platz gleich mal zufrieden sein. Ja, und auch Jan-Friedrich Bock mittlerweile nicht mehr in diesem Rennen mit dabei. Also, das heißt, in der Meisterschaft bleibt es dabei, Christopher Dreispring und Daniel Voigt. Auch der Robert Kindervater sieht das natürlich, weiß, er hat nochmal eine Chance, in Wörthin mitzureden, bevor es zum Finale nach Wackersdorf geht. Und die will er bestimmt auch jetzt ausnützen. Und jetzt sah es für mich schon so aus, als wäre Christopher Dreispring da außen herum vorbei an Daniel Voigt gegangen. Aber das war nicht so. Christopher Dreispring weiterhin auf Platz Nummer 3 unterwegs. Auch er jetzt in dieser Situation eine falsche Bewegung, eine kleine Lücke machen und Robert Kindervater ist durch. Tim Mika Metz auf Platz 4 mit weitem Abstand zu diesen vier dort vorne. Darum ist er natürlich auch auf Platz 5. Aber hinter ihm Bären Ahrens. Und der nächste Zweikampf zwischen Kevin Kemlin und Dorian Heinrich um die Plätze 7 und 8. Aber vorne, da spielt die Musik. Eine Minute, eine Runde. Und diese vier werden das jetzt unter sich ausmachen. Die werden da nichts mehr anbrennen lassen. Die werden da keinen fünften mehr kommen lassen, sprich Tim Mika Metz. Der wird da nicht mehr ranfahren können. Sondern jetzt geht es gleich in die vorletzte Runde für diese vier. Und das wissen Sie auch. Sie sehen ja, die Zeit ist noch nicht abgelaufen, wenn Sie hier durchkommen. Aber Sie sehen auch, dass es nur noch 37 Sekunden sind, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann können Sie sich ausrechnen, dass Sie noch zwei Runden zu fahren haben. Wird es dabei bleiben? Wird da keiner irgendwas riskieren? Im Wald oben jetzt doppelt geschwenkt gelbe Flaggen. Das bedeutet natürlich Überholverbot, das bedeutet natürlich dort langsam unterwegs sein. Da wird ein Fahrer geborgen und das dürfte der Dominik Eckhardt sein. Wieder durch die Mutkurve zum Michael Schumacher-Schikane, zur Fahrerlagerkurve. Und Nicolas Schöll geht in die letzte Runde zusammen mit Dominik mit Daniel Voigt, mit Christopher Dreispring und Robert Kindervater. So, jetzt entscheidet sich's. Wer macht hier was? Das ist jetzt diese letzte Runde, die so richtig noch in sich hat. Da fährt jeder eigentlich fast eine andere Linie von diesen Vieren. Und trotzdem bleiben sie dicht zusammen und trotzdem bleiben sie hintereinander und trotzdem kommt keiner am Nicolas Schöll mehr vorbei, der dieses Rennen eventuell nach Hause fährt, muss aber weiterhin noch aufpassen, muss sich bis zur letzten Sekunde hier konzentrieren, darf sich keinen kleinen Fehler mehr erlauben und dann gewinnt Nicolas Schöll auch den dritten Lauf vor Daniel Voigt. Christopher Dreispring holt sich Platz 3. Robert Kindervater auf Platz 4. Tim Mika Metz wird Fünfter. Platz 6 dann für Bennett Ahrens. Dorian Heinrich als Siebter im Ziel. Kevin Kemlin wird Achter. Pascal Drewing als Neunter. Gina Kraft holt sich Platz 10. Platz 11 für Felix Kottig. Platz 12 geht an Fabian Bock. Auf Platz 13 kommt dann der Jakob Halt ins Ziel. Sophie Menzenbach als 14. und Laurin Frey holt sich Platz 15 in diesem dritten Lauf der Senioren. Oh, das könnte noch ein spannendes Finale dann werden in Wackersdorf am 2. Oktober. Das dürfen wir auf keinen Fall dann verpassen, denn jetzt nur so auf die Schnelle gerechnet, Christopher Dreispring ist noch nicht hundertprozentig durch in dieser Klasse. Auch hier nicht mit
diesem dritten Platz. Also nicht verpassen, der 2. Oktober in Wackersdorf. Und den gibt es natürlich dann auch im Livestream. Ja, und jetzt schauen wir mal, wen der Uwe Jäger